Liebe Lingnerinnen und Lingner, entgegen unser aller Hoffnung prägt Corona unser Leben mehr denn je. Weniger Kontakte, Zugangsbeschränkungen und vor allem Abstand halten. Und das in einer Zeit, in der man näher zusammenrücken und mit seinen liebsten Menschen zusammen sein möchte. Keiner von uns weiß, wie Omikron unseren Alltag noch einmal auf den Kopf stellen wird. Deshalb nutzen Sie die Feiertage dafür, innezuhalten und Kraft zu schöpfen. Lassen Sie uns auch 2022 zusammenstehen. Lassen Sie uns die bevorstehenden Herausforderungen gemeinsam meistern. Liebe Lingnerinnen und Lingner, zum Jahresausklang möchte ich allen herzlich danken, die sich in den vergangenen 12 Monaten engagiert haben. Ihr Einsatz trägt viel zu einem guten Miteinander in unserer Stadt bei, sei es in der Familie, am Arbeitsplatz, im Unternehmen oder als Ehrenamtliche in den zahlreichen Vereinen, Verbänden und Organisationen. Sie alle machen Lingen zu einer Lebens- und liebenswerten Stadt. Ich freue mich darauf, auch nächstes Jahr wieder gemeinsam wegweisende Projekte für Lingen anstoßen und umsetzen zu können. Themen wie grüner Wasserstoff, Klimawandel, Digitalisierung und Wohnungsbau bilden dabei einige Schwerpunkte. Ich wünsche Ihnen allen, gemeinsam mit dem Rat und der Verwaltung der Stadt Lingen, eine besinnliche und gesegnete Weihnachtszeit. Gleichzeitig wünsche ich Ihnen einen guten Start für das neue Jahr sowie viel Glück, gutes Gelingen und vor allem Gesundheit. Ihr Oberbürgermeister Dieter Krone.